Hallöchen auch, meine lieben Doberkins und Milchtrinker. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls auf Skyrim, die Special Edition. Mit mir, euren Hubert Cheat und hinter uns das Eishirn Barkas, das sich ja als kleiner Werwolfsjunge entpuppt hat. Aber er ist auf unserer Seite, Gott sei Dank. Ich glaube, hier habe ich schon alles ordnungsmäßig abgesucht. Ja, den Zwergenbogen, den nehme ich mal mit. So, alles nochmal absuchen hier in der Nähe. Wir sind ja immer noch dabei, das Fragment von Wulfrad, oder wie heißt es nochmal, das Fragment von Wutrad zu holen. Und hier werden wir auch ein bisschen, ja, gebremst, sagen wir mal so. Weil die Silberne Hand eine Gruppe aus Werwolfsjägern oder ein Clan, der sich dazu erpicht hat, Werwölfe zu jagen, macht uns hier ein bisschen das Leben schwer. Aber anscheinend, ja, wir haben ja den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen gesenkt. Das werde ich auch jetzt nicht mehr ändern. Bitte das akzeptieren, und wenn Sie es nicht akzeptieren können, ist es auch völlig in Ordnung. Aber ihr müsst bedenken, immer der YouTuber spielt immer das Spiel so, wie er es für richtig hält und so, wie es ihnen Spaß macht. Das ist immer sehr wichtig. Hier liegen jedoch wieder haufenweise Pilze. Und dieser Windsound im Hintergrund, der ist echt atmosphärisch. So, mal kurz F5 drücken. Hätte ja sein können, dass da unten wer lauert. So, immer alles mit. Warum nimmt man eigentlich Knochen mir nicht mit? Ausdauer senken, Beschwerung verstärken. Adept. Und was hat es uns gebracht? Ein Heiltrank, ein Eisgeistzahn, Frostsalze, Knochenmehl nehme ich jetzt ausnahmsweise mal mit, Vampirstaub, nochmal Knochenmehl nehme ich jetzt auch mal mit. So, das kann man ruhig getrost alles mitnehmen, was hier in diesen Urnen ist. Danke für dein Gold, Buddy. Da sehe ich keine Bewegung da draußen. Das ist gut erstmal. Wieder eine Adept-Truhe oder irgendwas mit einem Adept-Schloss. So. Nehmen wir natürlich mit. Hier ist natürlich nichts mehr und davon eine Menge. Ich kann jetzt aber vermuten, dass hier ein paar Traugre rausbrechen werden. Könnte ich mir echt vermuten, ne? Obwohl hier die Särge schon offen sind. Bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob nicht hier noch irgendwelche Gegner auftauchen. Ihr seht, die sind alle offen, die ganzen Deckel sind offen. Okay, Dietriche, Gold, das große Seelenstein, Schlüssel von Staubmanns Grab und noch ein Magietrank. Ein Gold mehr. Noch ein bisschen Gold mehr. Wir sind jetzt schon mega reich. Wenn man es genau nimmt, sind wir eigentlich schon reich. Wir könnten uns eigentlich ein schönes Haus leisten und uns zur Ruhe setzen. So viel Gold haben wir zusammen gescherfelt. Geschaufelt. Dafür war der Schlüssel gedacht. Okay. Eins Geber. Hui! Wie der in die Kamera geflogen kommt. Was? Das wird wunderbar. Oh, da ist, glaube ich, noch ein Skever. Was ich an Begleitern immer ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie immer, wenn sie einen Gegner sehen, vorpreschen.
Dann ist Schluss mit Sneaky Time, dann ist Angriff Attack Time. Noch Passgeber oder was? Also es waren definitiv mehrere Ziele. Ja klar. Wenn die jetzt Türen öffnen können, die Skever, dann lache ich aber. Ja, ich will auch obsumtiv das beschädigte Buch nehmen. Okay, Novize, das müsste eigentlich easy sein. Mal wieder ein Heiltrank, ein bisschen Geld. Da ist noch eine Urne eingeklemmt. So, ich schau mal, bevor ich jetzt das hier öffne, schaue ich erstmal, ob ich noch ein bisschen Getränke brauen kann, wenn hier schon Brautisch ist. Ja, Ausdauer hier wiederherstellen, das wäre super. Giftresistenz hergestellt, okay. Dann möchte ich lieber Giftresistenz. Warte mal. Aus wieder senken, das und das weg. Giftresistenz, zack, zack. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen wichtiger. Anfälligkeit für Feuer, da kann man Gift herstellen. Nicht gut. Gleich mal schauen, ob wir jetzt wieder irgendeine Krankheit von den Skever bekommen haben. Nö, gut. Weil die übertragen auch irgendetwas, die Viecher hier. Manchmal finde ich, diese Skever schauen aus wie mutierte Ratten aus Fallout 4. Dass die irgendein Zauber gewirkt hat, dass die so groß geworden sind, weil sonst hätten sie nicht nackte Bäuche. Also da wollte der Faska schon wieder zuhauen, weißt, und mir den Rückweg versperren. Geht. Spinneneier nehme ich wieder mit. Das hat bei denen gar nicht geholfen. Ja, jetzt bin ich dran, wa? Er macht nur wieder Fuss, Roda. Habe ich nicht sowas? Verteidigers.
Alter. Mal sehen, was hat er denn da? Das Tier erleidet 15 Punkte Frostschaden. Aus Gesundheit. Ja, nehmen wir mal mit. Also ich muss definitiv diesen Entwaffnungsstrahl irgendwie höher kriegen. Okay, der, ob ist mir der jetzt wichtig? Nee, der ist mir jetzt nicht wichtig. Ob jetzt nochmal Leute kommen von der silbernen Hand? Schauen wir mal, ob da noch welche in der Seitenlage liegen und aufstehen. Was? Ich kann mir auch vorstellen, dass da hier noch irgendwo einer mal nochmal aufsteht von den Raugern. Das sind alles Mumien. Raukris sind ja nichts anderes als lebendige Mumien quasi oder auferstehende Mumien wieder. Okay, ich glaube, hier steht niemand mehr auf. Okay, das könnte ein großer Kampf wieder werden. Ich speichere mal ab. Ja, das wird definitiv wieder ein großer Kampf. Ich habe auch so die doofe Vermutung, dass das wieder so eine ist, der entwaffnen tut. Wartet mal, ich habe doch noch eine andere Waffe. Bevor der mir die hier wegschleudert, nehme ich lieber die Axt hier. Na komm. Ja, wusste ich's doch. Ein Trank der Ausdauer. Der haut ab. Der haut ab. Ich glaube, ich spinne. Ich werde euch entzweifeln. Ja, jetzt kommt er hier, oder? Ah.
Alter, wie schnell meine Figur aus der Puste ist, hey. Das ist erstmal Plünderungszeit. Aber das war jetzt ein guter Kampf, hey. Leck oh mio, ey. War schon kurz vorm Abnippeln. Parkas würde das wahrscheinlich auch machen. Die ganzen besiegten Gegner durchsuchen, ob die irgendwas von Wert dabei haben. Also das hat ja Gold, wieder sowas, ein Smaragd. Stärker die Fertigkeit, leichte Rüstung und 20 Punkte. Ja, zum Verkaufen ist das gut. Da lag doch auch noch einer. Ah, da ist ein Durchgang. Und dann können wir wieder rausgehen. Jetzt können wir ja wieder zu... Warte mal, da liegt noch was. Nehme ich mit. Jetzt können wir ja wieder zurück nach Weißlauf. Weiß nicht, wenn Feinde in der Nähe sind. Wo sind denn hier bitte schon Feinde in der Nähe? Wo sind hier Feinde in der Nähe? Sind hier Wölfe in der Nähe oder... Ach die, okay. Um die müssen wir uns natürlich noch kümmern. Wir schalten Skelette, ey.
Aber wenn wir schon mal hier sind, schaut mal. Da sammeln wir nochmal die Tollkirschen ein. Da ist auch noch eine Meistertruhe, okay. Nicht mal eine Chance zu gegen irgendwo was zu schauen, wo sich's bewegt, weißt. Ja, ich weiß jetzt die Richtung schon mal. Na komm, es war doch gerade die Richtung. Also Spiel, jetzt macht größer knacken, mach dich jetzt bitte nicht zum Feind von mir. Was, zweihändig verbessert, wenn ich Schlösser knacken tue? Das ist ja schon ein bisschen jetzt komisch. Okay. Wahnsinnserz wieder. Eine Silberheißkette, Zwerg durch kann er behalten. So. Haben wir da noch was von Belang? Zwei Schmetterlinge, die jetzt mir gehören. Da drüben noch was, da ist ein Zwergenhelm. Ein verzauberter Zwergenhelm. Den nehmen wir mit. Jetzt müssen wir eigentlich nach Weißlauf reisen dürfen. So, dann wollen wir mal. Jetzt werden wir jetzt mal ein vollständiges Mitglied der Gefährten. Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Kotlets und Steaks, die selbst ein Gericht. Nicht als Koch, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Brüder und Schwestern des Zirkels, heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen. Auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Metalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Kommt zu Nun, mir, Junge, wenn ihr, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. So gut wie Wigner. Und ich kann sie mir Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können. Wann habt ihr euch denn den Gefährten angeschlossen? Wie die meisten von uns
habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Was ist mit euch? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont, nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteillassen wird, wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde. Hofft ihr euch selbst zu heilen? Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Tapferkeit feiern. Und sprecht mit Eorlund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt als was auch immer das ist. Ja. Ich könnte jetzt mit jedem quatschen, aber Freunde, stimme ich immer dazu. Und sage mal an dieser Stelle wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt Elder Scrolls auf Skyrim, die Special Edition. Denkt daran, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Who's Radar?